noch einmal alles geben, um ihr Team siegreich zum die Herzschlagshow-Pokal zu führen. Kommt mit runter, da ist das Finalspiel aufgebaut. Verona zu meiner Linken, Ruth zu meiner Rechten. Für euch geht es jetzt darum, sich ganz genau zu konzentrieren. Ihr müsst jetzt eine Aufgabe, und das ist ganz wichtig, innerhalb von 300 Herzschlägen lösen. Und jetzt greifen eure bislang erspielten Vorteile. Denn pro Spiel bekommt ihr von uns 10 Herzschläge dazu. Macht bei euch 9 mal 10, 90, also insgesamt 390. Bei euch ein Spiel, das auf eurem Konto zu Buche geschlagen hat, also 310. Jetzt denkt aber mal ganz kurz dran. Das hat am Ende nichts zu sagen, ob sie jetzt mehr Zeit zur Verfügung haben durch die Herzschläge oder weniger. Kontrolliere deine Wut. Ich wusste, dass du das sagst. Ja. Gut, ihr stellt euch an den Stehtisch auf diese Rüttelplatte. Vor euch sind Teller aufgebaut mit jeweils 7 Sushi-Stücken. Aus denen baut ihr auf jedem Teller einen Turm, nur mit Hilfe der Essstäbchen. Und es gilt innerhalb der von mir jetzt angesagten Zeit, also 390 Herzschläge bei dir, 310 bei dir, so viele Türme zu bauen, wie es geht. Kleiner, aber gemeiner Haken sofort. Immer wenn ihr einen Turm komplettiert, fängt für 10 Sekunden das Rüttelboard beim Gegner an zu wackeln. Also, du wolltest was fragen. Ja, also geht das nur in einer Reihe hoch oder kann man auch... Ja. Nein, nein, Pyramiden? Es geht nur in einer Reihe. Immer also nur einzeln. Immer nur, sehr gute Frage, immer nur einzeln aufeinander. Wenn eine von euch beiden ihr Herzschlagkontingent aufgebraucht hat, kann die andere natürlich automatisch weitermachen. Ja. Denkt dran. So, die Jungs alle nach hinten und es geht los. Je cooler ihr seid, desto mehr Zeit habt ihr. Ja, Verona verkackt gerade, ist sehr gut. Du machst es super gut. Achso. Oh oh. Was seht das? Ist die Zeit. Sehr gut. Ganz langsam. Ganz gut, ganz gut. Schön, Verona. Warum wackelt das Board? Weil sie einen Turm fertig gebaut hat. Scheiße. Schön, Verona, ganz ruhig. Wackeln, ne? Ja. Wackelt aber nicht. Das wird jetzt. Nicht mit den Händen, Verona, die zweite Hand bitte weg. Nur mit den Stäbchen. Disqualifiziert. Moment, da hat es aber aufgehört zu wackeln. Jetzt hört er immer nur 10 Sekunden. Ja. Lass dir die 10 Sekunden Zeit, Verona, warte. Lass dir Zeit, die 10 Sekunden, warte. Wir sehen hier ganz schön, dass der Puls von Ruth schneller schlägt, heißt, ihre Zeit rennt. Schnell kriegt sie denn? Nee. Warum wackelt das zweimal hintereinander? Ruth. Aber Ruth macht das natürlich gut. Ich frage mich, wie du dann gleich an die anderen Dinger kommst. Ruth, mach doch alles. Das ist dann egal. Bau schon mal auf, alle anderen auch. Der Stand, fuck! Der stand aber. Ach, ruhig weiter, Ruth. Ganz. Zählt er, weil der stand? Na, dann muss er weiter entstehen. Ich stell dir die Teile wieder zurück. Du kannst ja wahllos mit einem weiteren. Du musst schnell ruhig greifen. Ja, so ist es. Drei Türme bei Verona. Jetzt gleich wackelt es. Und gleich. Schön, Verona, ganz ruhig. Und da fängt es wieder an zu wackeln, eigentlich. Achtung. Dann hör auf. Diese steht so schnell. Ganz ruhig. Du hast noch 16 Sekunden. Ja. Okay. Bis bald. Setz sie noch auf. Ja. Und damit. Ja. Ist dieses Spiel zu Ende und Team Verona hat gewonnen. Dr. Puls und seine kranken Schwestern, kommt bitte zu uns mit dem Pokal. Meine Damen und Herren, das war die Herzschlag-Show. Vielen herzlichen Dank. Toll mitgemacht. Ganz toll. Toll gemacht. Gut gekämpft. Gut gekämpft. Einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Ah.
unser Clown, der Rudi. Danke.